Grüße Leute und willkommen zu diesem kleinen Zelda Secrets Mini und eurer Meinung zu Zelda 2, The Adventure of Link. Dieses Spiel gehört zu den kontroversesten Teilen der ganzen Serie, wenn nicht sogar der am meisten stiefmütterlich betrachtetste. Daher hatte ich eine kleine Umfrage auf meinen Kanal gestartet, um zu wissen, was ihr eigentlich über das Spiel denkt. Das Ganze unterstrichen mit einem klassischen Schulnotensystem. Bloß eben von 1 bis 5, da YouTube die böse 6 nicht zugelassen hat. Aber wie es Marfian Shipyard schrieb, macht nix. So sind es österreichische Noten. Dabei fanden die meisten von euch, dass das Spiel mittelmäßig ist. Oder eben unter dem Zelda-Durchschnitt, das heißt 3 bis 4. Nur wenige von euch finden das Spiel gut, beziehungsweise sehr gut. Und die allerwenigsten mies. Insgesamt würde das Spiel damit eine 2,9, sprich eine 3 bekommen. Keine Traumnote. Eigentlich auch gar nicht so mies, aber sicherlich weit unter dem Zelda-Durchschnitt. Besonders treffend brachte das der Nappalus auf den Punkt. Schöne Grafik, tolle Musik, es steuert sich top. Aber die Oberwelt ist öde, die Lösungen oft zu kryptisch und der Schwierigkeitsgrad hat keine Balance, daher nur mittelmäßig. Oder auch LT Cam. Die Gegner sind gnadenlos, das Speichersystem ist unpraktisch, das Levelsystem für Link ist im Original nochmal deutlich unfairer und die Karte sieht einfach nicht schön aus. HenXRP schrieb, definitiv unter dem Zelda-Schnitt, aber nicht der schlechteste Ableger. Das sind immer noch Skyward Sword und Triforce Heroes, ist aber deutlich schlechter als sein Vorgänger gealtert. Ebenfalls schön Ingi Kellerkind. Ich gebe ihr ein mittelmäßig, weil die damals eben noch nicht wirklich wussten, wie sie weitermachen sollten. Man sieht also sowohl an den Kommentaren als auch an den Ergebnissen der Umfrage, dass dieser Teil immer noch stark die Meinungen spaltet. Ich werde in Zukunft noch ein paar andere Fragen dieser Art auf meinen Kanal machen und ich hoffe, ihr seid mit dabei. Doch natürlich soll das jetzt nicht alles gewesen sein. Jetzt gibt es noch ein paar wissenswerte Fakten rund um The Adventure of Link. Die westlichen Versionen des Spiels sind die einzigsten, wo das berühmte The am Anfang fehlt. Bei allen anderen Versionen oder Zelda-Hauptteilen heißt es immer The Legend of Zelda. Zelda 2 war der erste Teil, bei dem Link in, na ich sag mal Anführungsstrichen, gesprochen hat. Denn einer der Textboxen lautet I found a mirror under the table. Ich habe einen Spiegel unter dem Tisch gefunden. Laut den Schöpfer der Serie, Shigeru Miyamoto, ist The Adventure of Link das einzige Hauptspiel der Serie, das er für einen Fehlschlag hält. Dies aber ausdrücklich aufgrund der Einschränkungen der Hardware des NES. Ganons Lachen beim Game Over Screen in der englischen Version wird auch im NES-Spiel Punch-Out verwendet. Und zwar als Sodas Popinskis Lachen. Zelda 2 hat sehr viele Dinge im Zelda-Universum etabliert, wie zum Beispiel die Einführung des Triforce des Mutes, der erste Auftritt von Dark Link, Gegenstände wie der Hammer oder magische Stiefel, die Fähigkeit neue Moves zu lernen, hier in Form von Schwerttechniken, der erste Auftritt eines, naja, fast erwachsenen Links, denn in diesem Spiel ist er offiziell 16 Jahre alt. Das war's schon mit diesen kleinen Mini-Zelda-Secrets. Seid also auch bei der nächsten Umfrage mit dabei und damit vielleicht auch in einem weiteren Zelda-Secrets. Ich sag bis die Tage und ciao.